So, Entschuldigung, ich bin wieder da. Ihr seid wieder da. Über meine Zunge gestolpert. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Episode 26 bei Farming Simulator 2017. Landwirt sucht sein Glück zwischen Kuhscheiße und Ziegenkäse. Ha! Das klingt doch mal auch nicht schlecht. Okay, was haben wir bis jetzt gemacht? Was steht uns bevor? Also wir haben ja in der letzten Folge hier die Ballen produziert. Da hinten wächst Gras. Und das werde ich irgendwann abernten müssen. Das heißt, wir brauchen auch noch eine Erntemaschine. Mal wieder. Oder wieder eine Erntemaschine. So ist richtig. Und wir gucken... Nein, das war eben gerade falsch. Die Taste wollte ich haben. Wir gucken mal eben hier bei der... Das sieht jetzt so aus, als ob da nichts passiert ist, ja. Aber, pass auf, wenn ich habe Gras deaktiviert, ja, ausgeblendet. Wenn ich da jetzt drauf drücke, bumm, ist grün. Ja, also es wächst wirklich Gras auf dem Feld. Es wird halt nur eine Zeit lang dauern, aber wir haben ja Zeit, weil wir sowieso noch andere Sachen zu tun haben. Okay, hab ich. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich in der letzten Folge dem Traktor oder in der vorletzten Folge. Wie lange haben wir den Traktor schon? Egal. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Traktor schon einen Namen gegeben habe. Falls ja, dann okay. Falls nicht, dann nenne ich ihn jetzt die fliegende Kuh. Oder die rasende Kuh. Hey, das klingt viel, viel besser. Die rasende Kuh. Okay, dann wollen wir mal kurz gucken. Wir wollen ja jetzt hier Arbeitsstellung. Ah, sehr gut. Wir wollen ja jetzt hier die Ballen mal aufsammeln. Ah, wunderbar. Hier auch noch. Sehr gut. Nächster. Okay, das war jetzt nix. Und dann bringen wir die nämlich schon mal zu den Schafen. Bringen wir die da hin? Brauchen Mischfutter. Shit. Muss ich gucken, ob bei den Schafen hier auch so Apparatur, wollte ich gerade sagen. Also so ein Dings halt gibt, wie es bei den Kühen bei Farming Simulator 2015 gab. Beziehungsweise bei der BGA. Wisst ihr noch damals? Wobei, wisst ihr nicht. Doch, wisst ihr. Wo wir auf der letzten... also bei Farming Simulator 2015, wo wir da das eine große Feld... Ich park die hier irgendwo. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Jedenfalls, wo wir das Feld bei 2015 in Gras gemacht haben, oder sogar zwei Felder. Ne, war nur ein Feld. So, und da haben wir ja dann aus dem Gras Silage gemacht und dann bei der BGA verkauft. Und da gab es dann auch diese lange Reihe, so eine lange Reihe, wo Betonreihen dann aufgebaut waren. So, hier sieht man das. Hier sind die Striche, das sind eben halt diese Betonplatten, will ich nicht sagen, also die Begrenzung halt. Und da kann man dann hier, was war das? Was habe ich da reingepackt damals? Na gut, jedenfalls kann man dann da auch Silage gären lassen. Aber wir wollen ja zu den Schafen und die Schafe sind hier. Da, hier und das wird hässlich. Obwohl, ich kann natürlich alles dahin bringen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, wir brauchen Silage, wir brauchen Gras und wir brauchen Stroh. Nee, dann kann ich das alles darüber schleppen, weil das läuft schon. Nee, wir lassen das so. Pass auf, ich bringe das jetzt darüber. Drauf geschissen. Das läuft schon so. Nee, jetzt weiß ich's. Wir machen das jetzt so, dass ich die...
die Heuballen direkt zu den Schafen bringe. Auch ein bisschen schneller bitte. So ist fein. Und dann auch das Gras, das Ballengras, Grasballen und Silageballen, das bringe ich da alles hin. Dann müssen wir uns noch eine Futtermaschine holen. Also so eine Mischmaschine, sag ich mal. Können wir auch mal kurz gucken. Moment. Damit ihr mal seht, was ich jetzt hier, wovon ich überhaupt quatsche. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Tiere. Hier. Den zum Beispiel. Also der ist, ja, 121.000. Heu, Ballen und Gras, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Na, also Futtermischwagen, siehst du genau, den. Wir können uns aber auch den hier holen. 16.000 Liter. Der hier hat auch 16.000. Ach so, weil hier, der kann fahren und so und der kann auch, ja, ist gut. Was haben wir hier? Der, zwei Ballen? Warte mal. Einstreuer laden Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh bedecken zu können. Okay. Ein Futtermischwagen mischt Silage, Heu und Stroh zu TMR, bestehen aus 60% Basisfutter und 40% Kraftfutter, um dies dann direkt an die Kühe zu verfüttern. Moment. Das ist derselbe. Guck mal, das ist aber auch arschig, ne? Er hat die gleiche Kapazität. Aber der hier ist halt mobil. Ja gut, okay, dass er dann gute 100.000 Euro teurer ist. Ja, okay, man kann damit halt fahren. Es ist okay. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich da doch... Nee, ist doch Schwachsinn. Nein, ist schon gut so. Aber direkt an die Kühe zu verfüttern. Womit werden dann hier die Schafe... Oh, Stau. Entschuldigung. Oh, ich muss hier abbiegen. So. Boah, weißt du was? Und dann holen wir uns die Plantage hier noch. Plantage, sag ich schon. Also das Feld hier. Und machen hier Gras. Obwohl, nee, das bringt nichts, weil hinter mir, da gibt es keinen Weg. Ich habe ja gesagt, dass ich dann nur die Felder nehmen würde, wo hier auch so ein Weg drumherum gelegt wird oder gelegt ist. Und das ist bei diesem Feld hier halt nicht der Fall, weil da hinten nämlich, also jetzt hier geradeaus durch, da hört dann irgendwann hinten links auf der Seite der Weg auf. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. So, gibt es hier zufällig? Nein, es gibt hier kein Fragezeichen. Mehr Fragezeichen? ich weiß es gerade nicht. Ist auch egal. So. Just a moment. Warte, warte. Stellen wir mal krass hier hin. So. Jetzt gucken. Arbeitsstellung, Geräte wechseln, Ballen entladen auf Z. Ja, die Tastenbelegung hat sich hier ein bisschen geändert. Das ist mir auch schon am Anfang so ein bisschen aufgefallen. Okay. An dieser Stelle abladen, weil ich glaube, das war nämlich bei 2015 auf O und nicht auf Z, aber ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. Also wir können mal ein bisschen vorfahren. Aber nicht zu weit, weil ich muss auch noch wenden. So. Und Z. Das war jetzt aber sehr, sehr, sehr hart. Machen wir ein Bildchen hiervon. Nochmal kurz die 9 drücken, sehr gut. Und das war die Taste, ne? Ja, war richtig. Okay, alles klar. So, auf den Auslöser gedrückt, wunderbar. Bild ist da. Sehr schön, jetzt drücke ich wieder Z, um das einzufahren. So, und jetzt habe ich ein Problem mit dem Wenden.
Oh, scheiße. Ah, jetzt. Jetzt. Ah, siehst du, hat doch geklappt. So, pass auf, ich zeige euch das mal eben. Was ich hier gerade eben mit dem Weg gemeint habe. So. Hier hört der Weg auf. Und das ist eben halt das, was ich nicht gut finde, wenn man hier dann halt, Gras wachsen lässt. Ne, das ist halt nicht so praktisch, weil Begrenzung und so, und dann knall ich hier irgendwie, dann sieht das auch nicht schön aus. Nee, komm, hör auf. Ich kann das mal wieder aktivieren. So. Dann holen wir jetzt die nächste Ladung an Heuballen, bringen die hierher und gucken dann mal. Bin ich auf dem Parkplatz? Nee, ist okay. Straße, sehr gut. Und gucken dann mal, was wir sonst noch so machen können, um eben halt noch an Geld zu kommen. Es wird wohl wieder darauf hinauslaufen, dass ich wohl ein paar Aufträge machen muss. Aber die dann auch wieder im Offline-Modus. Ja. Okay, ich versuch's lieber auf den normalen Weg, weil das sieht gerade ein bisschen verkrampft aus. So. Ah, das ist schade. Das haben sie. Schön wäre es die Animation, weißt du, pass auf. Wenn der Wirt hier, der Landwirt, wenn der kurz aussteigt oder beziehungsweise wenn er auch einfach sitzen bleibt, ja. Der Stuhl dreht sich und er bleibt einfach trotzdem sitzen. Aber hier wird er kurz ausgeblendet. Pass auf, ich zeig das nochmal eben. Ja, und zack, ist er wieder drin. Ja, okay. Ist natürlich ein bisschen blöd gemacht. Aber, na gut. Ist okay. Aber weißt du was? Pass auf, ich drehe in die Runde. So. Ja, guck mal. Das sieht doch schon gut aus. Drehen, drehen, drehen. Jawoll. So. Gut, abladen. Und das wackelt dann aber auch immer ein bisschen hier. Das ist schon sehr, sehr heftig. Gut, jetzt wieder zurück. Gut, fertig. Sehr gut. ja, dann für die nächste Folge, beziehungsweise die ich gleich im Anschluss aufnehmen werde, ja, werden wir hier das Feld grubbern und auch wieder neu bestellen, besehen. Ja, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und was hauen wir dann da rein? Ich glaube wieder Stroh, ne? Ja. Ich überlege gerade. Ich
Ich überlege. Wobei, wir können hier auch Gras machen. Wir können hier auch Gras benutzen, weil hier nämlich auch der Weg drumherum führt. Ne, wir machen hier Gras drauf. Gras ist ja schon eingestellt. Unten rechts seht ihr das ja. Ne, da machen wir hier Gras und fertig ist. Allerdings, was ich noch ausprobieren wollte, ich habe ja in den Optionen hier, warte, wo ist es, allgemeine Optionen, Einstellungen, so ist richtig, dynamische Fahrzeugkamera an, oh, Entschuldigung, oh. Modus für Farbenblende, blablabla, Radio, nur Fahrzeug, gut, Radio ist momentan aus, oh Gott sei Dank, auf den Zug wechseln aus. Ja, das ist gut. Mit dem Zug möchte ich nämlich jetzt nicht unbedingt fahren. Dann haben wir das hier bei den Spieleinstellungen. So, da haben wir es. Pass auf, langsam. Pflanzenwachstum langsam, Pflanzensterben pflügen notwendig. Legt fest, ob du deine Felder regelmäßig umpflügen musst, um hohe Erträge zu erhalten. So, das ist, Ich weiß, also ich habe ja schon ganz oft hier die Aufträge gemacht, auch mit Pflügen und Grubbern und so weiter und so fort. Trotzdem kann ich mir nicht merken, nee, das war zuerst Pflügen. Genau, das war zuerst Pflügen, dann Grubbern und dann Säen. Säen. Nicht Säen mit E-H, sondern Säen mit Ä. mit Ä-E. Oh Gottes Willen. Deutsche Sprache, Aschsprache. Ja. Ich kann mir natürlich jetzt auch noch einen Flug holen. Allerdings für Gras ist es, glaube ich, nicht nötig. Deswegen in der nächsten Folge hier, wenn wir das Feld hier auch nochmal mit Gras bestellen. Ne? Also kommt hier Gras drauf und dann gucken wir weiter. Also, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zugucken bis hierher. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Und bis bald.